Kranker Knast. 65.000 Menschen sitzen in Deutschland im Knast. 99% kommen wieder frei, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben. Sie leben dann wieder mit uns, vielleicht in unserer Nachbarschaft. Aber sind sie auch resozialisiert? Ich bin so lange im Gefängnis, dass ich mich traue zu sagen, wo Leute nur weggesperrt werden, bringt das nichts. Problem 1, Personalnot. Knastjobs sind hart, der Krankenstand ist hoch, bis zu 25%. Viele Stellen bleiben unbesetzt. 300 Überstunden habe ich dieses Jahr schon angehäuft. Die Anstaltsleitung kümmert das wenig. Die Folgen? Mehr Gewalt, Schmuggel, Drogenkonsum. Die können mich einsperren, wie sie wollen. Ich habe mein Kiffzeug, und zwar jeden Tag. Wie oft ich in Haft nicht gekifft habe, kann ich in einer Hand abzählen. Man kann nicht überall vor Ort sein. Unsere Gefangenen wissen, wie sie die Beamten beschäftigen können, um dann ihren illegalen Geschäften nachzugehen. Problem 2. Platznot. Vorgeschrieben sind mindestens 6 bis 7 Quadratmeter pro Häftling. Vor allem in alten Anstalten hocken die Insassen oft aufeinander. Das verschärft manche Probleme und schürt Aggressivität. Die werden inhaftiert und kommen kein Stück geläutert wieder raus. Studien zeigen, Täter bleiben Täter. Jeder Dritte kehrt in den Knast zurück. Kranker Knast, teurer Knast. Deutschland gibt jedes Jahr Milliarden für den Strafvollzug aus. Im Schnitt 136 Euro pro Häftling und Tag. Resozialisierung ist also bares Geld. Und dann klappt's auch besser mit dem neuen Nachbarn.